Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dachmobil. Dieses Wochenende, wir haben ein langes Wochenende, sind wir über die Osterfeiertage, ihr seht es schon, zur Marina Füstrup bei Greven gefahren. Wir wollen am Wochenende einmal das Münsterland erkunden, vielleicht in die Stadt Münster fahren, die eine oder andere Tour durch die umliegenden Ortschaften drehen und natürlich am Kanal entlang fahren. Wir haben eingecheckt hier an der Marina Füstrup auf dem Wohnmobilstellplatz am Yachthafen. Und dazu haben wir euch natürlich, wie ihr uns kennt, ein separates, sehr detailliertes Stellplatzvideo gemacht. Und ich kann euch schon so viel verraten. Der Platz ist Bombe. Der bietet so viele Sachen, die man nicht erwartet, inklusive einem Ententeich. Das müssen wir euch alles ganz detailliert zeigen. Bleibt dran und schaut, wie es uns an diesem Wochenende ergehen wird. Auf jeden Fall haben wir mal wieder Sonne. Du machst jetzt aus, bevor ich da runterkletter. Das muss keiner sehen. Guten Morgen. Morgen. Es ist Karfreitag. Muss ich jetzt aufstehen? Nö, du kannst den ganzen Tag liegen bleiben. Es regnet. Heute ist Tanzen verboten. Es regnet. Ich werde mir mal Wäsche raussuchen. Ja, ja, machst du. Hauptsache, ich ziehe mich überhaupt mal an, wa? Ja. Warte mal, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ich habe die Socken richtig sortiert, wer das letzte Video gesehen hat. Ne? Die sind jetzt richtig. Bist du sicher? Ja, aber ich ziehe heute an. Du hast ja beide Paar mit, dann kann ich ja. Ich ziehe heute Dachmobilsocken an. Oh wei, oh wei, oh wei. Weil es so schön ist, ist der andere anders. Nämlich mit Badeente. Die ziehe ich heute an. Und weil es so schön ist, ziehe ich morgen die anderen an. Die habe ich mich zweimal. Wie sagt der Kleine aus Köln immer, ist lieber Klopp. Habt ihr auch so einen Sockentick? Ich liebe bunte Socken. Wir könnten auch noch pinke Kakadus. Ne, sind gar keine Kakadus. Was sind das nochmal? Ist egal. Papageienvögel bieten. Die mit den Hunden habe ich zu Hause. Aber ich könnte jetzt weitermachen. Wir haben ja auch noch die Wintervariante. Also, ich habe einen Sockentick. Gleich auch einen Sockenschuss. Sockenschuss. Du kriegst einen Sockenschuss. Verschwind. Geh. Geh. Verschwind. Wisst ihr, was das Schöne ist? Weg. Die muss gleich aufstehen, die alle aufräumen. Aus. Weg. Guck mal hier. Guten Morgen, mein Schatz. Morgen. Hast du lecker Frühstück gemacht? Ja, immer. Ja, steh auch vorher nicht auf, bevor der Tisch nicht fertig ist. Das komme ich ja hier nächstens. Müssen wir hier verhungern. Ich muss die ganze Woche mir mein Frühstück selber machen, außer am Wochenende. Ja, und ich auch. Ja, aber dass du erst aufstehst, wenn ich schon eine Stunde gefrühstückt habe. Nein, man muss wissen, dass ich meistens jeden Mittag frühstücke, allerdings dann schon ein paar Stunden auf bin. Aber trotzdem stehst du erst auf, wenn ich schon über eine Stunde gefrühstückt habe. Ja, weil ich nicht auf die Positionen komme, die ich gerne hätte, wenn ich aufstehe. Die sind nämlich dann belegt. Und heute ist ja Karfreitag. Also wir haben, was haben wir? Warum hast du die Heizung so hochgedreht? Wir haben 7:45 und hier ist seit einer Stunde schon echtes An- und Abreisen. Es sind schon Wohnmobile um 7 Uhr gekommen. Seit 7 Uhr fahren immer wieder welche weg. Der Platz ist zwischen 2/3 belegt. Ist noch genügend Platz frei. Hat ja auch bis eben geregnet, soll aber jetzt den Rest des Tages trocken bleiben. Und das ist echt schon verwunderlich. Also wir hatten ja auch überlegt,
über die 4 Ostertage, die uns bleiben. Also Montag müssen wir ja schon wieder zurückfahren. Vielleicht auch einen zweiten Platz anzufahren. Wir haben gestern Abend eingecheckt und direkt für die 4 Ostertage festgemacht, weil ich will einfach nur mal ein bisschen nix tun. Ja, hier soll ja auch das Wetter entsprechend werden. Mit dem Nix-Tun, ich habe zum Stricken mitgenommen, da habe ich nachher noch gesagt, das brauche ich hier überhaupt nicht. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich im Internet machen möchte. Ich muss alle Stellplätze, die wir bei ProMobil bewertet haben, bei Google noch bewerten und bei Park4Night einfügen. Das wollte ich mal aufarbeiten. Und was ist? Wir haben frei! Wir haben hier weder Empfang mit meinem Netz, noch mit Alfred seinem Netz, noch mit dem hier zur Verfügung stehenden kostenfreien WLAN. Und jetzt habe ich Alfred den Spaß genommen, das wollte der nämlich euch sagen. Kannst ja auch noch einen Satz dazu sagen, mein Schatz. Jetzt will er nicht mehr. Das wollte er eben nämlich schon sagen. Da habe ich gesagt, nein, darfst du nicht. Und jetzt will er gar nichts mehr sagen. Doch das ist ein ruhiger Karfreitag. So, jetzt frühstücken wir erstmal. Wir wollen nachher mal, wir haben gestern im Dunkeln den Platz schon erkundet. Apropos Platz, gibt es natürlich wieder ein Stellplatzvideo in separater Manier, so wie ihr es von uns kennt. Und wollen gleich noch mal im Hellen alles gucken und dann ab aufs Rad. Ich bin heute Morgen eine Runde um den Platz gegangen, ein bisschen an dem Dortmund-Ems-Kanal entlang und es schien die Sonne. Wir steigen aufs Rad. Es fängt an zu regnen. Ihr habt ja eben schon hinten das kleine Sperrwerk gesehen. Das ist die ehemalige Kanalüberführung, die alte, Moment, wir haben gerade Gegenverkehr, die jetzt stillgelegt ist. Guckt mal, ne? Da sind sonst die großen Binnenschiffe durchgefahren. Imposantes Bauwerk, kannst du hier unten noch das Aquädukt von der Brücke sehen und hier drüben ist schon die neue Brücke, wo jetzt die Schiffe drüber fahren, um hier unten das Gewässer zu überqueren. Interessante Konstruktion, habe ich in der Art noch nicht gesehen. So, fahren wir mal weiter, weil die Wolken hängen bis auf dem Boden und ich ziehe mir jetzt erstmal eine Mütze an, weil die Brille ist schon nass. Wir sind gerade in Gittrup. Dort gibt es von März bis September ein Selbstpflückfeld mit Schnittblumen, momentan Tulpen und dann Johannisbeeren, Stachelbeeren, Blaubeeren und hier am Spargelhof Bäcker gibt es wunderschöne Kühe und Störche. Einen Hofladen, aber wir haben Karfreitag und da hinten ist noch alles zu. Hier ist an jeder Ecke irgendein Bauerncafé, Hofladen, Fahrradcafé, alles in alten Bauernhöfe. Also hier kommst du nicht weit, hier wirst du nur breit. Ja. Spargelbuffet. Ich hätte schon, obwohl wir eben erst gefrühstückt haben, schon wieder Mittag essen können. Ich habe noch gar keinen Hunger, aber oh, herrlich. Aber ich muss schon sagen, die Fahrradwege sind schon top ausgeschildert. Es gibt Themenwege, es gibt die normalen roten Bezeichnungen, es gibt Knotenpunkte, da ist schon wieder ein See. Da muss ich jetzt einen Abstecher machen, ob man den See sieht. Oder? Nee, heute nicht. Wir fahren weiter geradeaus. Ich habe heute die Angewohnheit, durch den Matsch zu fahren. Ich habe einen Plan. Du hast einen Plan, jo. Ja, von den Bockholter Bergen. Wir sind hier in den Bockholter Bergen, einem Naturschutzgebiet mit viel Wasser und viel Grün und vielen Tierchen. Da war schon die erste Hummel. Was haben wir heute? Ich habe keinen Plan mehr. 29. März, 24. Aber hier ist es, guck mal jetzt, hier ist es richtig idyllisch. Du hast gar keinen Sinn für Idylle heute. Liegt das daran, weil ich mit Socken geworfen habe? Ja. Du gefällst mir heute nicht. Da waren bestimmt Viren drin. Ja, ich hatte ein bisschen Schnupfen. Ja. Aber heute nicht mehr. Heute habe ich keinen Schnupfen mehr. Da habe ich auf dich gebeamst.
Köste, Mutter, Knipselise. Den Namen habe ich jetzt weg, ne? Seid strahlend. Knipselise. Hat euer Mann für euch auch so merkwürdige Kosenamen? Schatz, Liebling? Schnee von gestern. Knipselise. Ja. Oder Möhrchen. Ich kenne jemanden, der wird Möhrchen genannt. Ja. Das ist einfach Alfred. Da gibt es ja keinen Kosenamen für. Nee, außer Plätekopf manchmal. Ich bin ja ein Original. Schau mal vor, ich würde die Schlauchstange nennen. Das Bild wollte ich nicht veröffentlichen, was ich eben gemacht habe. Aber jetzt steht fest, dieses Bild kommt jetzt. Das ist Alfred. Das hätte ich sowieso gemacht. Ein nettes kleines Nest. Das ist Gimte. Ich glaube, da wird nette Reibekuchen. Ja, das ist Gimte. Oder hier gibt es im August einen Kunsthandwerkermarkt, der wohl über die Region bekannt sein soll und Tausende von Besuchern anlockt. Ich meine, bei der Kulisse natürlich was ganz Besonderes, aber da vorne ist ein Reibekuchenstand. Ich muss Alfred, glaube ich, wieder versöhnen. Ich gehe dem jetzt Reibekuchen holen. Also, was gut zu machen. Ich? Nach den Sockenwürfen nach dem Morgen. Du hast gesagt, ich habe einen Sockenschoß, dann habe ich mich nur gewehrt. Traumhafte Landschaft. Wir sind jetzt hier am Ortsbeginn von Greven, beziehungsweise an dem Ortsteil zu Greven, am Almbad, glaube ich. Wir sind hier auf dem Emsdeich und hier gibt es Emsdeich-Skulpturen, so wie die da. Den Faden würde ich auch da durchkriegen. Genieße die null Sonnenstunden. Aha. Ich hätte gewusst, hätte ich die Sonnenbrille mitgenommen. Hier mit dem Wasser blendet die ganz gut. Hier die alte Brücke.
Eigentlich wollte ich die euch bei besserem Licht zeigen. Aber wer Betty kennt, weiß, dass sie wieder festhing. Hab ein bisschen lange gequatscht. Die Brücke, wo wir heute mit dem Rad drüber gefahren sind, ganz zu Beginn unserer Tagestour. Und unten fließt, ich weiß nicht was, möchte ich nachgucken, dann über diese neue Stahlbrücke drunter. Und guckt mal, was in der Stahlbrücke ist. Hier ist der Kanal. Der wird hier über die Brücke geleitet. Da hat das Warten sich ja gelohnt. Da vorne kommt ein Binnenschiff, das jetzt hier auf die Brücke fährt. Ob das mich und das Schiff trägt? Das ist ja Wahnsinn, was das für eine Last ist, die da gehalten werden muss. Kommt eins nach dem anderen. Das eine war ja gerade durch und jetzt kommen hier direkt wieder zwei Stück. Hallo, da sind wir wieder. Guten Morgen, wäre jetzt ein bisschen spät. Wir haben schon 13 Uhr und haben endlich unsere Fahrradtour auf Ostersamstag gestartet. Liegt daran, weil wir noch ein Stellplatzvideo für euch gemacht haben heute Morgen. Bei etwas besserem Sonnenschein wie jetzt. Es wird auch windig, soll bleiben. Und nicht weit vom Stellplatz entfernt, wäre auch ein Spaziergang, liegt der Fußtrupper Pflanzen. Pflanzenhof, glaube ich. Pflanzenhof, spezialisiert auf mediterrane Pflanzen. Wer das ein oder andere Video von uns schon mal oder Short gesehen hat, haben wir ja einen komplett mediterranen Garten. Und ich bin jetzt hier gerade im Eldorado meiner Gärtnerlaune und ich muss ganz ehrlich sagen... Deine Route noch? Ja, die stimmt. Ich bin hier genau richtig, du doofes Navi. So, ich könnte alles mitnehmen. Aber dann muss ich aufhören zu arbeiten, weil ansonsten sind wir ja unterwegs. Ich bin hier gerade geflecht. Alfred macht mal ein paar Bilder und lässt die Impression wirken. Ich muss hier gerade gärtnerische Pläne schmieden. Wie viel Platz haben wir in der Garage? Die Fahrräder kriegen wir hinten nicht mehr drauf, ne? Guckt euch diese Zitronen an. So sehen die in klein aus. Und so in groß. Achtung, hier wird scharf geschossen. Jetzt bist du einfach von dem Platz abgehauen. Wo fahren wir eigentlich hin? Nach Telgte. Soll wohl ein Wallfahrtsort sein. Mal gucken, ob der etwas mehr bietet als Gräfen an alten Gebäuden. Aber definitiv schöne Fahrt dahin. Und diesmal waren wir auch schlauer. Wir haben wieder die Knotenpunkt-App genutzt. Weil gestern sind wir dreimal durch Gräfen gefahren, ja, bis wir dann wussten, in welche Richtung wir müssen, weil wir nicht den gleichen Weg zurückfahren wollten. Ja, aber wir wollten ja nicht den gleichen Weg zurückfahren, deshalb. Aber regnet es? Nee. Wieder einsam, sehr ländlich.
und die Sonne von heute hört der Vergangenheit an. Drei Häuser sind hier immer ein Dorf. Ja. Guck mal, das ist da eine Trabrennbahn. Das ist irgendwas mit Pferde. Oh, guck mal, die Windmühle. Da hinten üben sie. Stopp mal. Sehr viel Wasser hier. Und drüben ist noch ein Flüsschen. Da sind auf der anderen Seite sind auch so Weiher. Da ist mal ein Sumpf oder ein Moor. Im Museum. Das ist ja mal urig hier. Wir sind hier im Naturschutzgebiet Beverau. Sieht aus wie ein Freilichtmuseum. Guck mal, da steht auch einer. Da steht er. Ist das hier schön. Hey, das ist ja... Ach, guck mal, die Mühle. Und das ist wie eine kleine Burg, der Burggarten. Ich muss anhalten. Ist das schön hier. Ist das schön. Ja, die möchten auch raus. Ja. Guck gerade sehnsüchtig. Da hinten kommen noch mehr. Sind auch Pferde, viele Pferde hier. Ne? Auch wieder so ein schöner alter Hof. Aber guck mal hier, der Gemüsegarten. Ist richtig schön klassisch, wie so ein Schaugarten. So ist es auch. Hoffest, Tag der offenen Tore, 5. Mai. Hallo. Kaffee, it's coffee time. Oh, daneben an gibt's Backfisch. Nee, will ich und jetzt nicht. Und Reibekuchen. Will ich jetzt auch nicht. Da gibt's Reibekuchen. Kaffee. Wir sind jetzt in Telgte. Einer liebevollen Fußgängerzone, vielen Lokalen und einem richtig schönen, chilligen Ambiente. Wir können euch Telgte nur empfehlen. Hier gibt es wirklich viel zu entdecken.
waren jetzt 12 Kilometer mit dem Rad vom Stellplatz. Und wir sind über die Knotenpunkt-App gefahren und fahren auch so im Rundweg mit einer anderen Strecke wieder zurück. Also ne? Einfach nett. Telgte ist als Wallfahrtsort sehr bekannt und hier haben wir auch die Kapelle und wir haben noch was. Wir haben Alltagsmenschen. Da ist ja wieder einer. Die sind immer mir eine Freude. Ich finde das so toll, wie die aus dem Leben gegriffen dahin platziert werden an beliebigen Stellen. Und wer das Video zu Strahlen gesehen hat, manche wirken wirklich echt. Und die passt auch gut hierhin. Definitiv einen Ausflug wert, inklusive der netten Lokale und der schönen Strecke hierher. Da kann ich nur sagen, gerne stelle ich euch die Knotenpunkte auch zur Verfügung, damit ihr wisst, wie ihr fahren müsst. Müssen wir rechts. Ja, da, durch die Mitte. Wir haben 18 Grad. Also Dirk, meine Frau sagt, wenn du Schafe filmen kannst, dann kann sie Schweine filmen. Das sind Nacktschweine, die hast du doch nicht immer. Wir sind hier mitten im Wald auf einer Lichtung und hier ist es richtig unheimlich. Hier ist ein Friedhof. Friedhof der Blechtiere. Ich will jetzt nicht weiter filmen. Die Leute sitzen da hinten auf der Terrasse, aber da geht es auf der anderen Seite noch lustig mit so alten Fahrzeugen weiter. Ich verpiesel mich mal. Ich habe nämlich Angst. Ich bin eine Angstbuchs. Die Brücke ist gesperrt. Nee, ist offen. Hochwasser. So dazu. Ich sag mal, wir sind ja auch von hinten rumgefahren. Das Riesenpotenzial. Oben die Räume, hier unten, hinten die Scheune. Hier steht Café Nobis dran. Auf der anderen Seite steht Versa Gärtchen Biergarten. Ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Bewegung. Hatte letztes Jahr auf jeden Fall noch auf. Hier stehen Veranstaltungen drauf, ja, die letztes Jahr waren. Ja, gerade Bewegung dran. Ja. Hinter dem Tor liegt eins, haben wir ja gesehen. Wir sind ja oben im Fahrrad drüber gefahren. Ja, aber ich denke mal, dass der hinten rausfährt, der da dran liegt. Ja, guck mal, was da jetzt eine Warteschleife auch ist. Ja. Es war eine schöne Strecke. Es war eine echt schöne Tour. Wir sind nach Telgte an der Verse entlang gefahren, aber da war unbefestigter Boden. Teilweise wurde die Straße neu geteert. Sind wir durch den Schotter gefahren und viele Waldbodenwege, die waren halt matschig und schlammig. Da konnten wir auch nicht filmen und nur Wald ist ja. Die hat doch aber schon schlimmer erlebt. Ja. Aber nur Wald filmen, den Fluss saß ja immer nur durch die Bäume, konnte man nicht. Dadurch haben wir uns ein bisschen kürzer gefasst. Ja. Jetzt fahren wir am Kanal zurück und sind gleich wieder am Stellplatz. War auf jeden Fall eine schöne Tour
Möchtet ihr die nachfahren? Schreibt mir in den Kommentaren. Ich schreibe euch die Knotenpunkte raus. Ich habe sie abgespeichert zum Nachvollziehen. Und apropos abgespeichert, ihr könnt uns gerne abonnieren und mit der Glocke uns abspeichern. Dann bleibt ihr immer am Ball und verpasst kein Video von uns. Gerne auch Kommentare unter den Videos über unser Make It, wie wir es machen und über das, was ihr seht. Wart ihr schon da? Hat es euch gefallen? Verbesserungsvorschläge? Heute auch nochmal vielen Dank an die Info mit den Kopfhörern, dass sich unsere Videos mit Kopfhörer ganz anders anhören als ohne. Werden wir demnächst berücksichtigen. Und das Liken dürfte auch. Dislike natürlich auch, aber die ehrliche Meinung zählt. So, und jetzt Endspurt. Wir haben noch keinen Mittag gehabt. Der Hunger treibt mich jetzt gerade voran.